Holz als natürliches Heizmaterial wird immer beliebter. Etwas an körperlicher Arbeit gehört hier aber dazu. Das Holzspalten mit verschiedenen Maschinen hat sich mittlerweile in den Haushalten etabliert. Gewusst wie, ist aber auch hier die Devise. Holzspalten ist eben doch relativ verbreitet. Es wird weniger mit der Axt selber gespalten. Und da kommt dann der Holzspalter in den Einsatz und da wirken halt sehr große Kräfte bei so einem Holzspalter. Das fängt bei 5 Tonnen an, geht dann hinauf, 8 Tonnen, 12 Tonnen. Also das Erste ist sicherlich das entsprechende Gerät, eine CE-Kennzeichnung. Das bedeutet, dass europäische Standards eingehalten werden. Heute haben diese Geräte alle eine Zweihandbedienung. Das heißt, es müssen beide Hände eingesetzt werden, um den Spaltvorgang in Gang zu setzen. Da gibt es leider immer noch alte Geräte und es gibt auch Bastler, die das versuchen umzubauen. Und das ist eben ganz schlecht. Da passieren immer wieder Unfälle. Also das Wichtigste ist natürlich, dass diese Maschine entsprechend einen sicheren Stand hat. Also nichts Ärgeres wie eine Maschine, wo da irgendwo wackelt oder irgendwo in einer Neigung drin steht. Die muss einen sicheren Stand haben, damit der entsprechende Arbeitsablauf auch gegeben ist. Das heißt, man richtet sich das Holz davor und spaltet und muss dann irgendwo hingeben. Und dabei natürlich wichtig, dass die Maschine entsprechend richtig steht. Mit dem richtigen Gerät, der richtigen Kleidung und kleinen Maßnahmen zur Absicherung steht also einer warmen Stube nichts im Wege. Es bleibt zu sagen, gut Holz.